Die ersten Kandidaten unter Starters Order, Dakarus Fritz, kam in diesem Moment heran. Hidden Oasis ist startklar, dementsprechend noch drei Kandidaten außerhalb. Nada Alvard, Smoke on the Water und der Favorit El Dono. Der kommt als letzter Kandidat heran. Alle Pferde in den Boxen für unser zweites Rennen. 1800 Meter und der Start in diesem Moment erfolgt. Pissarro kam nicht sonderlich gut auf die Beine. Wir konzentrieren uns auf die Spitzengruppe. Smoke on the Water dort zunächst einmal auszumachen mit Rock of Cashel. An der Außenseite Dakarus Fritz, noch weiter außen Nada Alvard. Dann innen ist es Namara in vierter, fünfter Position. Dafina um Positionsverbesserung bemüht. Vor Hidden Oasis, drittletztes Pferd, aktuelles Noble Fighter in vorletzter Position El Dono. Und nach dem schlechten Start Pissarro am Ende des Feldes. So geht es bei durchaus freier Fahrt die Gegenseite hinunter. Smoke on the Water zeigt den Weg, führt vor Nada Alvard, an der Außenseite Dafina, an der Innenseite ist es Namara, dann Dakarus Fritz vor Rock of Cashel, dann Hidden Oasis, El Dono, Noble Fighter und Pissarro hat Anschluss gefunden. So geht es weit auseinandergezogen durch den Rastatter Bogen mittlerweile hindurch. Smoke on the Water zeigt den Weg. Vor Dafina in zweiter Position. Nada Alvard ist drittes Pferd. Dann Namara an der Innenseite. Dakarus Fritz, Rock of Cashel, Hidden Oasis. Dann El Dono vor Noble Fighter und vor Pissarro. Gute 700 Meter sind noch zurückzulegen. Das Feld schließt natürlich jetzt dichter zusammen. Smoke on the Water führt vor Dafina, Nada Alvard, Namara, Dakarus Fritz, Rock of Cashel, Hidden Oasis, El Dono, Noble Fighter und dann Pissarro mit Beginn der Zielgeraden. Smoke on the Water vor Dafina an der Außenseite, Dakarus Fritz, dann an der Innenseite Nada Alvard, Hidden Oasis macht Buden gut. Ganz an der Innenseite jetzt auch El Dono. Vorne ist immer noch Smoke on the Water. Hidden Oasis sucht verzweifelt dort die Lücke, hat sie jetzt aber gefunden, Naomi Heller. Hidden Oasis mit an der Innenseite El Dono, Smoke on the Water, Dakarus Fritz, Hidden Oasis, El Dono, er versucht es an der Innenseite noch, El Dono mit außen, Hidden Oasis, El Dono an der Innenseite, fliegt heran, El Dono da außen, Hidden Oasis, El Dono hat, glaube ich, gewonnen zum vierten Mal in Serie, dann war Dritter auf jeden Fall Pissarro. Wir warten nochmal ab, was der Zielrichter sagt, aber womöglich innen El Dono zum vierten Mal in Serie. Das war eine spannende Angelegenheit im zweiten Rennen des Tages. Preis von Georgenthal, Thüringer Wald, Longines World Fijonterie Championship for Lady Riders. Nach Auswertung der Zielfotografie erfolgreich war die 5 El Dono mit Olga Lasnowska. Zweiter war die 3 Hidden Oasis mit Naomi Heller und auf Platz 3 war es die 4 Pissarro mit Lena Mattes. Vorläufig heißt das 5, 3 und die 4. Ich hole mal später dann Richtung 5 was rechts. Ja, und hier auf dem Geläuf, da sehen wir ihn, den vorläufigen
Sieger im zweiten Rennen des Tages, Preis von Georgenthal, Thüringer Wald, ein Lauf zur Longines World Fish and Tree Championship for Lady Riders. Und dann gehen von dieser Stelle aus die Glückwünsche natürlich nach Dresden-Seidnitz in den Stall von Claudia Basig. Das ist eine ganz tolle Geschichte. El Donno, der war zu jüngeren Zeiten bereits mal im Stall von Claudia Basig, wurde dann in einem Verkaufsrennen in Frankreich von einem französischen Trainer gekauft. Dann hat El Donno dort nicht ansatzweise mehr einmal zeigen können, was er wirklich kann. Zuletzt lief er dann irgendwann mal in einem Verkaufsrennen in Frankreich. Dann hat Gerd Basig gesagt, ich möchte El Donno wieder zurückhaben. Hat ihn bekommen. Er gewann 3 Rennen in Bad Harzburg. Heute fährt man nach Iffezheim und er gewinnt wieder. 4. Sieg also in Serie. Ganz tolle Geschichte für den 8-Jährigen.